Das ist lieb, danke. Pfui, aus deutschen Leitungen kommt bedenklich oft nicht mehr sauberes, sondern schweres Wasser. In einigen Teilen Deutschlands ist das Leitungswasser nämlich stark mit Uran belastet. Und da ist auch ein strahlendes Lächeln nach dem Zähneputzen nur ein schwacher Trost. Ja, so Wasser ist höchstens noch gesund, wenn man drauf trainiert. Etwa in hippen, schwimmenden Fitnessstudios, die durch die Muskelkraft der Kunden angetrieben werden. Früher hieß das, glaube ich, Galeere. Okay, und in Hochhäusern kann Wasser noch gesundheitsfördernd sein. Zum Beispiel in diesem hier in San Francisco, das durch einen Tank mit 400.000 Litern Wasser stabil gehalten wird, damit es auch nach einem Erdbeben noch die Wolken kratzt und nicht die Straße. Der Urananteil in unserem Wasser ist zum Teil so hoch, man fragt sich oft, ob das nicht ein Terrorist ist, der da an der Tür nach einem Glas Wasser fragt. Ich sag nur, schmutzige Wasserbomben. Ja, gestern wurde doch auch immer gesagt, dass Uran in hohen Dosen gesundheitsschädlich ist. Seitdem kaufe ich Wasser nur noch in hohen Flaschen. Was ein Glück, dass die NASA gerade auf dem Mars sauberes Wasser sucht. Und ihre Suche kann man in dem neuen Bildarchiv nasaimages.org mitverfolgen, indem man sich sehr übersichtlich durch unzählige interessante Fotos und Videos klicken kann, die die Arbeit der NASA in den letzten 50 Jahren dokumentieren. Wer sich übrigens nicht ganz sicher ist, welche Flagge da in der Monddeko steckt, der kann mal den Flag Identifier zu Rate ziehen. Mit dessen Hilfe lassen sich zum Beispiel anhand von Farben, Formen oder Symbolen bestimmte Flaggen identifizieren. Gut, ist jetzt vielleicht für die meisten uninteressant, aber es gucken doch auch Kollegen von den Tagesthemen zu. Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Also los, und jetzt raus vor die Tür und Frauen anstarren. Ich meine, da muss man sich doch nicht extra diese japanischen DVDs kaufen, in denen vorwiegend Nachwuchssternchen einfach nur in die Kamera gucken, damit sich sehr schüchterne Männer darauf vorbereiten können, wie das ist, wenn man plötzlich einer echten Frau gegenübersteht und ihr in die Augen sieht. Also nee, das ist doch echt albern. Wir beißen nicht, ehrlich. Okay, ab und zu können Frauen einem Mann natürlich schon Angst einjagen. Zum Beispiel, wenn sie unbedingt heiraten wollen oder reden. Ja, und natürlich, wenn man ihnen bei Symmetry begegnet. Einer lustigen Website, bei der man Fotos zu einem Stichwort seiner Wahl anzeigen und in der Mitte spiegeln lassen kann. Mit oft sehr unterhaltsamen Ergebnissen. Da würde sicher auch Anai gerne mal mitmachen. Das kleine Monster hat nämlich leider nur ein Auge und hätte so wahnsinnig gerne ein zweites. Doch egal, was es anstellt und versucht, keine Lösung ist von großer Dauer. Ach, man kann wirklich mit ihm mitfühlen. Selbst zwei Augen sind ja oft noch zu wenig. Jedenfalls bei diesem unterhaltsamen kleinen Spiel, bei dem man versuchen muss, alle vier Mitglieder der Tontoko-Family zeitgleich und wohlbehalten ins Ziel zu bringen. Viel Erfolg! Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss.